Marco Teuger, was ist Ihre persönliche Definition der Intensität im Krafttraining? Lassen Sie mich das mit einem Sprichwort zusammenfassen. Pain will make you better. Kurz und bündig. Dankeschön. Welche Bedeutung hat für Sie die Last im Krafttraining? Also welche Bedeutung hat für Sie die Geschwindigkeit im Training, diese beiden Komponenten, Last und Geschwindigkeit? Ja gut, eben, also die Höhe der Last ist sicher eine unabhängige Determinante der Rekrutierung von motorischen Einheiten, wie es eben auch die Schnelligkeit der Bewegung ist oder der Grad der Ermüdung. In diesem Sinne gibt es keine Präferenz für das eine oder das andere. Die Wahl, welche Strategie man nun einsetzen will, hängt davon ab, welche Adaptation man primär erzeugen will. Ist es mehr die neuronale oder eben mehr die muskuläre? Und je nachdem wählt man eine spezielle Kombination aus diesen Strategien. Machen phasische Rekrutierungen überhaupt Sinn? Ich würde sagen, es kommt darauf an, was die Zielsetzung ist. Also es richtet sich, die Wahl der Strategie richtet sich in jedem Falle nach der Zielsetzung. Und wenn die Zielsetzung diejenige ist, dass sie eben auch die, sagen wir jetzt mal, die Schnelligkeit der Kraftentwicklung steigern möchten, dann ist es möglich, dass man das auch über phasische Rekrutierung macht. Ja. Gibt es Sportarten, bei welchen Sie die Strategie hohe Lasten bevorzugen würden? Ja, es gibt bestimmte Sportarten, in denen beispielsweise die Körpermasse eine leistungsdeterminierende Größe ist, beziehungsweise wo eben die Körpermasse nicht zu groß werden darf, weil es dann hinderlich wird für die sportliche Performance. Und in einem solchen Falle ist es eher wünschenswert, dass man quasi die externe Leistung oder externe Kraft maximieren kann, ohne dass eben der Körper an Masse gewinnt. Und das kann man insofern beeinflussen über die Wahl der Strategie, indem man eben entweder mit hohen Lasten trainiert über eine sehr kurze, effektive Spannungsdauer. Dann haben wir zwar die hohe Rekrutierung, aber es fehlt die metabolische Reizsetzung und insofern ist das ein weniger effektiver Reiz für die Muskelhypertrophie und dann bleibt der Kraftzuwachs. Also in dem Fall haben Sie eben dann mehr Kraft ohne Muskeln quasi. Und die andere Möglichkeit aber ist, Sie wählen, machen ein normales Training bis zur Erschöpfung und stressen dann den gleichen Muskel metabolisch extrem, sodass wiederum die Proteinsynthese gehemmt wird und Sie enden eigentlich mit mehr oder weniger dem gleichen Resultat. Typische Sportarten dafür sind. Ja, natürlich, wenn Sie Läufer, Spitzenläufer anschauen, dort ist die Körpermasse ganz sicher eine determinierende Größe. Es gibt auch überall dort, wo es Gewichtsklassen gibt, da müssen Sie schauen, wie Sie mit der Körpermasse zurechtkommen. Das sind nicht alle Sportarten. Ja. Welche Wirkung hat für Sie ein IK-Training? Also, zuallererst müsste man ein bisschen definieren, was man genau mit intramuskulärer Koordination genau meint. Also, die ganz alte Vorstellung war eigentlich, dass man eben durch diese Art von Training mit der Zeit die Fähigkeit erlangt, dass man mehr Muskelfasern einsetzen kann und dass dadurch die Kraft gesteigert wird. Dagegen sprechen natürlich ganz viele wissenschaftliche Daten, weil eben, wie gesagt, wenn die Kraft größer ist bei großen Muskeln als 85 oder 95% der willkürlichen Anstrengung, sind bereits alle motorischen Einheiten aktiv und alle Fasern, die eingesetzt werden können, sind eingesetzt. Also in diesem Sinne gibt es keine intramuskuläre Koordination. Was ein Effekt dieses Trainings ist, dass eben die Kraft gesteigert wird über eine Steigerung der Feuerfrequenz der motorischen Einheiten. Sie können sich vielleicht an diese zwiebelartige Grafik erinnern, die ich im Vortrag auch gezeigt habe, dass eben auch nachdem die motorische Einheit rekrutiert worden ist und aktiv bleibt, steigt die Feuerungsrate mit zunehmender neuronaler Erregung. Und das ist die Anpassung, die man mit diesem IK-Training eigentlich bewirkt. Es ist eine Steigerung der Feuerfrequenz der motorischen Einheiten. Und dann ist es so, dass die Kraft
einer Muskelfaser natürlich zunimmt. In welchem Bereich würde ein solches Training dann eben Sinn machen? Es würde eben dann Sinn machen, wenn Sie mehr Kraft wollen, ohne unbedingt mehr an Muskelmasse zu gewinnen. Da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin bereits besprochen haben. Das haben Sie, wenn eben die Last sehr hoch ist, aber die Spannungsdauer, die effektive Spannungsdauer oder der metabolische Reiz zu klein, um die Proteinsynthese eben effektiv stimulieren zu können. Thema Frauen und Krafttraining. Sind alle Adaptionsprozesse gleich wie bei Männern? Also danke für die Frage, weil das geht oft eigentlich unter. Unter anderem auch darum, weil wenn man sich die Forschungsdaten eigentlich anschaut, ist der ganz große Anteil bezieht sich eigentlich immer auf Männer und vorwiegend eben junge Männer. Aber die Daten, die bestehen über jetzt gerade Proteinsynthese, auch bei Frauen im Zusammenhang mit Krafttraining, zeigen ganz klar, dass die Frauen die gleich, dass erwachsene, gesunde junge Frauen die gleiche anabole Reaktivität aufweisen wie junge Männer. Das heißt, die relative Steigerung der Proteinsynthese auf einen gleichen Krafttrainingsreiz ist gleich. Der Unterschied in der Muskelmasse zwischen Männern und Frauen, der kommt hauptsächlich während der Pubertät zustande. Aber bei erwachsenen Männern und Frauen gibt es eigentlich keinen Unterschied, was, sagen wir jetzt mal, die relative Trainierbarkeit angeht, sowohl für die Muskelmasse wie eben auch für die externe Kraft. Sie sprechen die Pubertät an, das heißt, muss ich dort auf spezielle Dinge achten? Das ist schwer zu beantworten, weil es sehr viele Faktoren gibt, die man berücksichtigen könnte. Und es existieren natürlich eben keine bis sehr wenige Daten dazu, weil man aus ethischen Gründen bei Minderjährigen eigentlich keine, sagen wir jetzt mal, invasive Forschung wirklich betreiben kann. Etwas, was sicher unterschiedlich ist zwischen Männern und Frauen, also auch im Erwachsenenalter, worauf man auf jeden Fall Rücksicht nehmen sollte oder zumindest mal prüfen sollte, sind die oralen Verhütungsmittel. Es gibt mehrere Studien, die eigentlich zeigen, dass bei bestimmten Generationen von Verhütungsmitteln eben diese Proteinsynthese gehemmt wird. Und nicht nur die Proteinsynthese im Muskel, sondern eben auch diejenige in den Sehnen. Und dass jetzt zum Beispiel eben die Verletzungsanfälligkeit, die gehäuft auch vorkommen kann, im Zusammenhang stehen könnte mit der Art oder mit dem Typ an Verhütungsmittel, der eben das eingenommen wird. Stichwort individuelle Variabilität. Wie gehen Sie im Training in einer Mannschaftssportart vor? Ja, das ist natürlich schwierig, weil man müsste die interindividuelle Variabilität quantifizieren können. Und oft sind die Vereine oder auch die Trainer, Coaches nicht ausgerüstet, um solche interindividuellen Unterschiede, sagen wir jetzt mal Sportart unspezifisch, auch erfassen zu können. Also in Zukunft wird man ganz sicher beispielsweise auch genetische Tests möglicherweise einsetzen können, oder aufgrund deren man bestimmte genetische Voraussetzungen oder Unterschiede in Voraussetzungen detektieren könnte. Aber auch da ist dann nicht eins zu eins klar, wie sich das dann übersetzen lässt, wirklich in die sportliche Leistungsfähigkeit oder in die sportliche Performance, weil die sportliche Performance oft ein sehr komplex ist und sehr viele Aspekte mit einbezieht, wo eben dann die Genetik für ein bestimmtes Merkmal nur ein Bruchteil dessen ist, was wirklich die sportliche Performance ausmacht. Also da sind wir, glaube ich, noch recht weit davon entfernt. Eben außer für genetische Veränderungen, die wirklich einen extrem krassen quantitativen Einfluss haben auf Struktur oder Metabolismus, die gibt es natürlich auch. Und dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als eben standardisiert, systematisch verschiedene Leistungsparameter im Zeitverlauf immer wieder zu erfassen und möglichst früh damit zu beginnen, um eben genau diese Unterschiede dann auch festmachen zu können an harten Messdaten. Mhm. Sie sprechen Genprofile an. Gibt es andere technologische Hilfsmittel, die wir vielleicht in Zukunft nutzen können, um noch individueller trainieren zu können? Ja,
ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob das, ich glaube, das, was das, wo auch alle Bestrebungen eigentlich hinlaufen, sind schon genetische oder auch epigenetische Veränderungen oder Unterschiede. Natürlich, ich meine, wenn die Variabilität im Training, oder also wenn diese Athleten schon nicht ähnlich trainieren oder die Reizsetzung nicht ähnlich erfolgt, dann wird es natürlich umso schwieriger, wenn man dann versucht, irgendwelche genetische Merkmale in Verbindung zu bringen mit den Resultaten aus dem Training. Also ich glaube, wir sind noch gar noch nicht so weit, dass eigentlich schon mal das Training so ist, dass eigentlich jeder Athlet das Optimum erhält. Oder weil eben oftmals in einer Mannschaft, wird einfach gesagt, ja, trainieren einfach alle gleich. Weil einfach die personelle Kapazität schon fehlt, um jeden Athleten individuell eigentlich betreuen zu können und auch wirklich sicherzustellen, dass er so trainiert, wie sich der Coach das eigentlich wünschen würde. Also ich glaube, da sind wir noch irgendwie ein paar, ja, da sind noch ein paar Iterationsschritte notwendig, bevor dass wir so weit sind, wirklich individuell zugeschnittene Trainingslösungen standardisiert abliefern können. Sie haben 2015 haben Sie Ihr neuestes Buch veröffentlicht. An wen richtet sich dieses Buch? Das Buch richtet sich eigentlich an alle, die eigentlich verstehen möchten, wie Muskelaufbau funktioniert, wie Muskel- und Kraftaufbau funktioniert, um daraus eben ableiten zu können, wie sie de facto trainieren sollen. Denn nur wenn sie verstehen, wie etwas funktioniert, können sie beeinflussen, wie das Resultat sein wird. Ich meine, wenn sie nicht wissen, wie die Schnelligkeit eines Autos zustande kommt, dann wird es schwierig, dass sie irgendwo beginnen, etwas zu ändern am Setting, und sie wissen nicht, was dabei rauskommt. Also ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, und daher richtet sie sich eigentlich an alle, die sich mit dem Thema befassen wollen und lernen wollen, auf was sie achten sollten. Vielen Dank. Danke.